Herzlich willkommen zu Playa de Palma Kompakt, Tage Nacht am Ballermann. Heute ist Mittwoch, der 10. Januar 2024. Wir haben kurz nach 12:30 am Mittag und sind wieder unterwegs hier an der Playa de Palma auf Mallorca bei rund 14 Grad heute. Wie man sieht, die Sonne kommt gerade durch. Eigentlich war angekündigt, dass heute gar nicht die Sonne scheint. Alles voller Wolken, aber heute Vormittag hat es geregnet. Mittlerweile kommt die Sonne durch und deswegen nutzen wir mal die Gelegenheit und laufen ein bisschen hier an der Playa rum, beziehungsweise erstmal Richtung Arenal hier runter und dann mal ein bisschen auf der zweiten Linie zurück Richtung Bierstraße und schauen mal, was hier so aktuell los ist. Ja, regnen soll es dann heute Abend auch wieder. Und zwar ordentlich. Also vorhergesagt ist viel Regen. Muss man ja immer einen Schirm kaufen, damit ich nicht komplett nass werde, wenn ich mal rumwandere heute Abend. Ja. Und auf Mallorca ist die Maskenpflicht zurück. Jetzt nicht überall, aber seit heute ist in Gesundheitsämtern überall wieder Maskenpflicht. Also wer jetzt die nächsten Tage auf Mallorca ist oder die nächste Zeit, packt euch mal eine Maske ein, sonst kommt ihr nicht da rein, falls ihr mal zum Arzt müsst oder sonst irgendwas ist. Ja, unschön, aber ist leider so. Scheinbar haben wir hier aktuell wieder eine größere Grippewelle. Ich sehe zwar kaum jemanden, der krank ist, aber ja, ist scheinbar so. Ja, gestern, was haben wir gestern noch gemacht? Gestern Abend war ich noch mal im Bierkönig auf zwei Kaltgetränke, war jetzt nicht allzu viel los. DJ D hatte seinen ersten Tag, ich glaube, der ist jetzt eine Woche da. Hab mal Tag gesagt und war halt jetzt nicht allzu viel los, ne? Wie zu erwarten war, dienstags im Bierkönig, im Winter, im Januar. Heute wird da wahrscheinlich auch nicht viel los sein, aber dafür macht das Latino heute wieder auf. Da gehe ich halt mal wieder vorbei zu Dominik. Ja, und sonst, was gibt es sonst heute noch? Eigentlich nicht allzu viel. Außer, dass es wahrscheinlich sehr viel regnen wird später. Aber so ist wieder schön. 14 Grad, wenn die Sonne scheint, kaum Wind. Lässt es sich sehr gut aushalten. Aber der Strand hier sieht immer noch nicht so schön aus, ne? Aber es ist im Winter immer so, da zieht sich immer von Arenal runter, so bis Richtung Ballermann 5. Sieht es hier meistens so aus. Zwischendurch wird es mal ein bisschen sauber gemacht, aber bei dem Dreck, der hier herrscht, bist du ja nur am sauber machen. Ne? Gut, ich würde sagen, wir laufen jetzt mal ein kleines bisschen hier lang und dann geht es auf die zweite Linie und dann wieder runter an die Playa. Ja, viel Spaß beim Video und bis später. Die Baustelle hier ist bald auch fertig, beziehungsweise hier haben sie die Bushaltestelle neu gemacht.
Ja, hier sind wir jetzt gerade Höhe Ballermann 2. Und hier haben wir das Replay. Wer abends bzw. nachts hier ein bisschen kickern und Dart und Billard spielen will, kann da gerne mal reingehen. Hier links die Straße ist Könige der Nacht. Die sind aber aktuell im Urlaub. Die kommen, glaube ich, am 7.2. machen sie wieder auf. Wenn meine Info richtig ist. Ja, und hier haben wir das Hostel Playa de Palma von Marco Gülpen. Daneben der Iron Park. Ja, und nicht nur da hinten, wo wir gerade vorbeigelaufen sind, in Arenal, ersten Jahres, haben sie die Bushaltestelle neu gemacht, auch hier, eben am 2er auch.
Im Winter wird hier immer einiges gemacht. Da ist ja dann Zeit und Ruhe. Im Sommer sind einfach zu viele Menschen hier. Hier mal so einen kleinen Park. Hier gehen wir jetzt aber nicht durch. Hier links haben wir den Dino Minigolfplatz. Aktuell geschlossen. Natürlich ist ja Winter. Ja, hier links, wer kennt's nicht, das sind Bielefeller Pilzstübchen von Gysi. Im Moment auch geschlossen, die sind im Urlaub. 23. Februar müssten die wieder aufmachen. Dann kommt jetzt hier der Megapark. Ja, Opening ist Ende April. Ich hoffe mal, die machen das Soft Opening, so wie letztes Jahr auch wieder Ende März. Habe ich aber noch keine Info zu.
Temperaturanzeige sagt 14 Grad. Ja, hier steht noch ein bisschen was vom Gerüst. Die hatten auch hier in den letzten Wochen und Monaten hatten so ein bisschen die Außenfassade gestrichen. Hier am Playa Golf sind so ein kleines bisschen am Werkeln. Richtig viel blauer Himmel mit dabei, war nicht so vorhergesagt. Aber so ist das hier in der Playa. Auf die Wettervorhersage kannst du meistens nichts geben. Es kommt eh anders. Wir hatten schon Tage, da war Regen angekündigt, da kam gar kein Regen. Dann hatten wir Tage, wo kein Regen angekündigt war, da kam dann Regen. Und das ein paar Tage vorher, das war sogar am gleichen Tag. Arbeiten. Da gehen wir gleich mal hin. Ja, Schinkenstraße geht schon da einmal lang. Jetzt noch nicht. Aber die Baustelle ist mir auch neu hier.
Aber hier war früher auch eine Bushaltestelle, deswegen gehe ich davon aus, dass sie auch wieder eine neue Bushaltestelle bauen. Und ab heute macht auch wieder das Latino auf hier. Ja, die hatten ein bisschen Urlaub, über Silvester geöffnet. Wollten eigentlich erst wieder am 23. Januar öffnen, aber ja, heute am 10. Januar geht's wieder los. Und hier kommen wir jetzt zur Bierstraße, Deutsches Eck. Der Bahnhof hat auch geöffnet. So, was haben wir jetzt hier? 25 Minuten sind wir jetzt rumgelaufen hier, zweite Linie. Ja, machen wir doch gleich mal hier den Abschluss. Und zwar hier vorne an der Ecke. Da gibt es einen sehr guten kleinen Supermarkt, kleinen Spar. Der hat immer frische Bocadillos, frische Baguettes. Auch abends um 8 Uhr bekommt man noch frisch zubereitet. Und da gehe ich jetzt gleich mal rein, hole mir was zu trinken. Und dann geht's an der Playa unten zurück.
Das ist schon Ballermann 6. Also hier, Homemade Bocadillos, sehr lecker, günstige Preise. 13:44 Uhr, bevor sich es nachher wieder weiter bewölkt. Noch diese kleine Sonnenlücke nutzen. Laut Niederschlagsradar, Wolkenradar ist wieder ein bisschen weit im Anmarsch. Aber wieder herrlich, einfach nur hier zu sitzen. Punkt 14 Uhr, genug in der Sonne gechillt, mal wieder ein bisschen rumlaufen. So langsam zieht es sich auch zu, wenn man hier mal Richtung Berge guckt, nach rechts. Kommen so ein paar kleine Wölkchen.
16:35 Uhr, noch 68 Minuten bis zum Sonnenuntergang, aber schätze mal, den werden wir heute nicht erleben. Sieht doch wieder sehr wolkenverhangen aus. Ist auch einiges an Regen unterwegs. Mal gucken, wann es die Playa trifft. Laut aktuellem Niederschlagsradar so ab 18 Uhr kann es wohl regnen. Und dann soll es sich wohl auch einregnen den ganzen Abend. Ja, mal schauen. Hier vorne haben wir die Möwen. Die sind gerade auf Futtersuche. Welche sieht man so? Jetzt suchen wir mal ran. Seitdem die Sonne weg ist, ist er doch ein bisschen frischer geworden. Ich habe eben von jemandem gehört, der heute angekommen ist. Hier ist ja warm. Ja. Von minus 8 Grad auf plus 14 ist warm. Aber so in den Abendstunden wird es dann jetzt doch wieder frisch. Ja, wie prognostiziert gab es heute keinen Sonnenuntergang zu sehen. Dafür sind einfach zu viele Wolken unterwegs und mittlerweile hat es auch leicht angefangen zu tröpfeln. Aber nur ganz leicht im Moment. Aber wenn man mal nach da hinten guckt, da sieht es auch schon wieder sehr dunkel aus. Der wird bestimmt einiges runterkommen gleich. Ja, ich habe mir zum Glück einen Schirm gekauft und werde dann gleich oder später zumindest nicht pitschernass werden. Ne? Also. So, jetzt geht's mal Richtung Dominik, Richtung Latino. Die machen heute wieder auf und dann schauen wir mal, was der Abend heute noch so bringt. So, mittlerweile angekommen hier am Latino. Und schon mal kleiner Hype für alle, die Ende Januar zum Wiesewochenende kommen. Hier wird es wieder ordentlich scheppern. Hier werden wieder viele Kümmerlinge den Dresen wechseln. Und es ist nicht nur ein Düse-Wochenende dieses Jahr, sondern auch sogar eine Düse-Woche, weil das fängt, glaube ich, schon mittwochs an. Und dann, für alle, die herkommen, ihr könnt schon mal ordentlich eure Leber schonen. Hier wird es eskalieren. Es wird sehr viel los sein in den Tagen hier. So, ich gehe jetzt mal zu Dominik. Heute ist nichts los, also ich schätze mal, heute wird nicht viel los sein. Aber dafür, wie gesagt, zum Düse-Wochenende hier wieder bumsvoll der Laden. Ah, und hier haben wir schon das Plakat, hier DJ Düse Birthday Week. Also nicht nur Düse Wochenende, direkt eine ganze Woche quasi. Ja, und hier Special, Kümmerling Battle, DJ Düse gegen Mr. Kümmerling. Das kann was werden. Eieieiei. Ja, 19.10 Uhr, der Regen ist jetzt angekommen. Ja, und typisch wie es hier in der Playa ist, wenn es mal regnet, und es regnet, fallen einfach mal die Laternen hier aus. Zumindest die da vorne. Hier, die sind noch da, Latino hat auch noch Licht. Aber hier, die sind erstmal wieder aus. Ja, und es ist ordentlich am Schiffen, ordentlich, wie man sieht, ne? Ja, schnell wieder reingehen. 23.38 Uhr. So langsam kommen wir zum Ende von Playa de Palma, kompakter Tag und Nacht am Ballermann. Ja, ihr habt gesehen, es war ein bisschen am Schütten vorhin. Mittlerweile ist es trocken, aber es ist immer noch ein bisschen Regen unterwegs. Mal der Blick hin in Richtung Palma. Ja. 70% Regenwahrscheinlichkeit haben wir noch für die Nacht, beziehungsweise für die nächsten paar Stunden. Mal schauen, wie es morgen wird. Ein bisschen Regen ist noch vorhergesagt. Ja, Latino war heute echt Trauerstimmung. Bierkönig war Trauerstimmung. Wir sind gerade eben rausgegangen aus dem Bierkönig. Da waren 10 Leute und wir haben 23.39 Uhr. Also im Moment komplett Hose, Hose. So gut wie keiner da. Aber so ist das im Winter, wie gesagt. Auch hier an der Playa gibt unter der Woche immer sehr ruhige Tage. Zum Wochenende hin wird es wahrscheinlich wieder ein bisschen voller. Aber ich muss sagen, es ist mild. Wir haben rund 10 Grad, aber kein Wind. Ist in Ordnung. Aber wenn man Richtung Palma guckt, da hinten, so mit dem Licht hinten ist der Flughafen und
Sieht geil aus, ne? Sieht schon geil aus. Ja, und damit würde ich sagen, war es heute für Playa La Palma Kompakt, Tage nach dem Ballermann. Morgen geht es weiter am Donnerstag und ich gehe mir davon aus, dass nicht viel mehr los sein wird morgen. Aber mal gucken, vielleicht kommt ja noch der eine oder andere vorbei. Ja, ein bisschen durchschnaufen, ne? Da ein bisschen durchschnaufen. Bald ist Düsewochenende, Düsewoche und dann geht's wieder Rambazamba hier los. Ich habe euch ja schon ein Plakat gezeigt, da geht's da geht's ordentlich zur Sache. Ne? Battle Mr. Kömmerling gegen DJ Düse. Ich bin mal gespannt, wie sie da überhaupt aufziehen wollen. Ne? Wollen die da innerhalb von 10 Minuten, wenn die meisten Kümmerlinge trinken? Weiß ich schon nicht. Muss ich mal mit Dominik sprechen, was sie sich da einfallen lassen. Ja, und dann. Adios, tschüss und bis morgen.